Herzlich willkommen zu Behind the Board, der My Dart Coach Spieler Podcast. Es begrüßt dich das Team My Dart Coach und wünscht dir viel Spaß mit dieser Folge von Behind the Board. So, liebe Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Behind the Board, dem My Dart Coach Spieler Podcast, hier heute mit Folge Nummer 26. Es ist alles heute ein bisschen anders, aber ich bin hier heute nicht alleine und zwar ist der werte Felix Knappe mit mir. Felix, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo. Ich freue mich auch, ich grüße euch. Felix, ich weiß, wie sehr dich diese Frage nervt, aber ich möchte es trotzdem wissen und ich glaube, die Zuhörer da draußen auch, nicht nur obligatorischerweise, sondern aus der Tiefe meines Herzens möchte ich wissen, Felix, wie geht's dir? Danke, mir geht's sehr gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch sehr gut. Sehr schön, haben wir das ja geklärt. Stimmt. Ja, es ist hier alles gerade ein bisschen anders. Ich hatte ein sehr volles Wochenende, bin einmal quer durch Deutschland gereist. Ich habe hier versucht, mit der Technik von der Tonqualität und alles am bestmöglichen hinzubekommen. Ich bin nämlich gerade bei meinen Eltern und nicht bei mir in der Wohnung. Und ich habe das Mikrofon mitgenommen. Du hast ja so ein schönes Podcaster-Mikrofon. Das kannst du ja einfach so auf den Tisch stellen. Bei mir, ich habe ja hier so ein Mikrofon für alle möglichen Sachen, wo ich das immer wieder benutze. Da brauchst du halt so einen fetten Mikrofonarm, wo du das dran schrauben kannst, was auch immer. Deswegen habe ich das jetzt hier ja sehr provisorisch, würde ich mal sagen, vor mir aufgerichtet und hoffe, dass die Tonqualität einigermaßen passt, denn inhaltlich wird das heute ja sowieso wieder eine 10 von 10. Jetzt muss ja nur noch die Audiotechnik passen, ne? Ja, naja, ist ja schön, dass du da so einen Aufwand betreiben musst. Ich brauch's nicht. Ich hoffe, man hört mich auch gut. Ich höre dich auf jeden Fall. Ja, Felix, ich höre dich auf jeden Fall. Verstehen kann ich dich wie immer nicht, aber wenigstens schon mal hören. Ja, lass uns doch mal ein bisschen sprechen über das, was jetzt die letzten Tage angestanden hat, weil da ist wieder einiges passiert. Als wir beide das letzte Mal aufgenommen haben, haben wir noch über Peter Wright gesprochen und ob er wieder zurückkommt und wann er wieder zurückkommt und so weiter und so fort. Und jetzt gewinnt er ein European Tour Event. Also ich muss sagen, er hat wahnsinnig gut gespielt. Ich habe nicht so viel von diesem Wochenende mitbekommen, aber das, was ich so gesehen habe, da war er auch in den entscheidenden Momenten da. Was ich mitbekommen habe, war zum Match gegen Danny Noppert, wo er da 333 Punkte in 6 Darts rausnimmt und all diese Sachen. Das war wirklich extrem stark wieder. Das war schon wieder an den alten Peter Wright erinnert. Hast du damit gerechnet, dass er jetzt so zeitnah wieder zurückkommt? Ja, was heißt zeitnah? Aber der hat ja jetzt auch eine lange Durchstrecke gehabt. Und ich hatte, glaube ich, bei der letzten Aufnahme hast du mich, glaube ich, gefragt, ob ich glaube, dass er noch ein Major holt dieses Jahr. Da habe ich, glaube ich, mit Ja geantwortet. Gut, das war jetzt kein Major-Turnier, aber trotzdem ein PEC-Titel. Und den muss man ja trotzdem immer auf der Rechnung haben. Also ist ja klar, dass der nicht immer mit einer 78 verliert, ne? So wie gegen Menzo. Das war ja, also wusste man ja, dass er auf jeden Fall ganz andere Darts spielen kann und dass er irgendwann noch wieder besser spielen wird. Und ja, umso schöner es jetzt so schnell geklappt hat, ne? Ja, ich muss auch sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass es jetzt so schnell wieder dazu kommt, dass Peter Wright zurück auf dem Winner Circuit bei der PDC ist, aber es freut einen irgendwie, weil er doch da oben hingehört und weil er doch den Circuit auf jeden Fall immer wieder bereichert. Das war auf jeden Fall das European Tour Event Nummer 8 in Prag, nur mit Martin Schindler als deutsche Beteiligung, ansonsten aus deutscher Sicht relativ mau gewesen. Wie sieht es bei dir aus? Ich meine, wir haben 13 European Tour Events über das Jahr verteilt. Schaust du die alle? Verfolgst du die alle? Oder lässt du dann auch mal irgendwie eins aus, welches du nicht verfolgst? Also in der Regel schaue ich die schon alle, aber jetzt Prag habe ich auch nicht gesehen. Also es kommt halt immer darauf an, ob ich das zeitlich hinbekomme. Aber wenn ich Zeit habe, schaue ich es mir schon an, ja. Also ich habe viele auf jeden Fall geschaut von den jetzigen Events. Ja, ist bei mir nämlich auch so, weil es gibt halt auch ab und an mal, also man will die natürlich alle schauen, aber es gibt natürlich ab und an auch mal Wochenenden, die dann halt so voll sind, dass man wirklich weniger mitbekommt oder man sieht dann mehr halt die Highlights am Ende davon irgendwo auf Social Media. Natürlich die Live-Scores, den Turnierbaum, das kriegt man immer mit. Dafür stecken wir einfach viel zu tief drin in der Szene, aber dass man dann halt nicht einfach alles schauen kann. Ansonsten war dieses Wochenende ja auch noch die Women's Series. Wir hatten auf jeden Fall diverse Siegerinnen, also Bo Greaves hat wieder mitgespielt, hat auch an Stellen teilweise wieder extrem gute Darts gespielt, aber es war deutlich diverser. Da waren dann Frauen dabei, die, glaube ich, zum ersten Mal
ja, sich als Sieger küren konnten auf der Women's Series oder das erste Mal ein Finale gespielt haben, Bo Greaves, die nicht in jedem Finale stand. Also da auch gut diese Diversität unter den Spielerinnen zu erkennen. Ich weiß nicht, was hast du mitbekommen von der Women's Series dieses Wochenende? Ja, wenig. Also ich habe ein bisschen was gelesen, also dass Bo Greaves halt auch geschlagen wurde und auch eine Waliserin gewonnen hat. Also ich hatte so ein bisschen was gelesen, aber ich habe es jetzt nicht großartig verfolgt oder so. Also ja, ich habe mir auch kein Spiel angeschaut, aber ich habe auf jeden Fall gelesen, dass es, wie du angesprochen hast, da an dem Zeitraum auf jeden Fall mehrere Siegerinnen gab. Ich habe jetzt auch nichts selber live gesehen an den Darts, aber ich habe hinterher nochmal einen Ausschnitt auf Social Media gesehen, wo, ich glaube, war ein Finale zwischen Bo Greaves und Fallon Sherrock, wo plötzlich eine der Kameras umgefallen ist und fast auf Bo Greaves draufgefallen wäre und die dann irgendwie im letzten Moment dann noch zur Seite gehen musste. Also auf jeden Fall ganz kuriose Szenen. Ja, ich muss dir was kurz erzählen von mir, und zwar am Freitag, ne? Also ist jetzt schon ein bisschen her, aber ja, wir nehmen hier ja jetzt am Mittwochnachmittag auf. Das ist ja für euch hier wieder das Aktuellste, wie es auch nur geht. Also ja, Donnerstag früh kommt der Podcast ja wieder. Auf jeden Fall am Freitag habe ich dann irgendwann, weiß ich nicht, vormittags das erste Mal die Darts in die Hand genommen und habe die ersten 3 Darts des Tages geworfen. Und rate mal, was für ein Score dabei rauskam. 3. Ja, fast. Es war eigentlich eine 180, also es waren alle 3 Darts drinne und dann ist der letzte Dart rausgefallen. Kannst du dir das vorstellen? Kann ich mir vorstellen, ja. Ja, schön. Nein, aber ja, fand ich schon, also normalerweise ist es ja, wenn du die ersten Darts des Tages nimmst und erstmal wirfst, dann braucht man erstmal ein bisschen, weiß ich nicht, ein paar Darts, um da wieder ein Gefühl in die Hand zu bekommen. Ja, dann die ersten 3 Darts in die Triple 20 zu hauen, war schon ein schönes Gefühl. Als der dritte dann aber rausgefallen ist, war das Gefühl auch schon wieder relativ gedämpft. Ja, ja, okay. Nee, kenne ich gar nicht. Also ich treffe immer sofort. Ja, glaube ich dir. Genau. Ja. Weißt ja jetzt, wie es sich anfühlt. Ja, jetzt weiß ich, wie du dich sonst immer fühlst an einem ganz normalen Tag. Ja. Oder Ricardo, wenn er nur eine Pizza auf seine Pizza wartet. Ja, die Story wirklich, wo Ricardo da, ich weiß noch damals in der Teamgruppe, was er geschrieben hat, wo er die Tiefkühlpizza in den Ofen haut und nur kurz in diesen, weiß ich nicht, 10 Minuten, wo die im Ofen ist, bei denen im Wohnzimmer auf dem E-Dart-Automaten spielen möchte und einen Neuner schmeißt. Also es ja. Sind wirklich Stories, die kannst du keinem erzählen. Ja, ansonsten hatten wir jetzt noch die Premier League und die Premier League steht jetzt bald wieder an. Ich habe mich ja hier im Podcast auch schon häufiger dazu geäußert, dass ich die Premier League nicht so aktiv verfolge oder dass das für mich jetzt nicht so das Highlight ist. Also für mich persönlich an sich schon gut, dass es die Premier League gibt, aber dass es für mich jetzt kein ja persönliches Go-To-Event ist. Aber jetzt geht's langsam in die heiße Phase, jetzt wird's langsam richtig spannend. Wir haben einen Michael Smith, der richtig stark aufspielt und wir haben dieses Rennen Kopf an Kopf zwischen Nathan Aspinall und Johnny Clayton, ja, was jetzt am nächsten Spieltag, sprich morgen, wenn der Podcast da noch rauskommt, entschieden wird. Jetzt ist natürlich die Frage, wer uns hier vor und nach der Premier League hört, also wer uns direkt schon am Donnerstag hört oder danach, wer es nach der Premier League hört, der weiß es natürlich schon, aber lass uns doch mal kurze Tipps abgeben. Macht's Nathan Aspinall oder macht's Johnny Clayton? Die beiden spielen ja gegeneinander in der ersten Runde. Aspinall müsste ein Finale spielen, sprich 2 Spiele gewinnen. Und wenn er das nicht tut, kommt Johnny Clayton in die Playoffs als Vierter. Was glaubst du, wer von beiden gewinnt das Duell und wer von beiden macht's in die Playoffs? Beides The Ferret. Beides The Ferret, da würde ich nämlich dagegen halten. Ich glaube nämlich beides Nathan Aspinall. Nee. Warum nicht? Nee, weil, also, ich glaube einfach, dass Aspinall in der Situation mehr Druck verspürt als Clayton, weil er ja auch einfach die bessere Ausgangsposition hat und weil er sowieso schon so ein cooler Typ an Bord ist und der wird das einfach mit einem Lächeln darunter spielen, einen guten Fall schmeißen und am Ende, ja, wird er das halt schon gewinnen und muss wahrscheinlich gar nicht mehr auf Hilfe der anderen Spieler hoffen, weil er ihn selber schlägt. Okay, aber glaubst du nicht, dass Nathan Aspinall mit diesem Druck umgehen kann, dass er da sagt, jetzt bin ich nochmal doppelt motiviert, jetzt habe ich richtig Bock. Ich meine, gut, in der zweiten Runde würde dann Gervin Price oder Peter Wright warten. Beide momentan natürlich unfassbar schwer zu schlagen, aber es geht natürlich erstmal um dieses direkte Duell gegen Johnny Clayton. Ich meine, da wird schon quasi die erste Entscheidung fallen. Das wird die erste große Hürde und da glaube ich, dass sich da Nathan Aspinall durchsetzen wird, weil ich ihn irgendwie in diesen entscheidenden Momenten ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht unbedingt cooler, aber ein bisschen bissiger finde. Also
ich sag ja gar nicht, dass er das nicht schaffen kann, aber ich glaube es einfach nicht. Und ich lehne mich jetzt nochmal aufs Fenster und sage, dass den Spieltag Peter Wright gewinnt. Peter Wright gewinnt den Spieltag, ja gut. Das wird dann ja sowieso Johnny Clayton ins Finale bringen, egal ob er das erste Spiel gegen Aspinall gewinnt oder verliert, weil Peter Wright dann ja im zweiten Spiel den Sieger aus Clayton und Aspinall schlagen würde und somit für Aspinall die Playoffs dann sowieso weg wären. Ja, von daher, wir werden es sehen. Du sagst Clayton, ich sag Aspinall. Können wir auf jeden Fall das nächste Mal im Podcast, wenn wir hier wieder sitzen, diskutieren. Was sagst du denn, wer jetzt die Premier League gewinnt, formtechnisch? Bist du immer noch bei Michael van Gerwen? Ja, oder? Nee, der Idiot, der holt die. Ja gut, dann ist ja klar, ne? Der ruht sich jetzt nochmal ein bisschen aus und dann in den Playoffs geht es dann nochmal richtig rund. Mhm. Wen hast du ansonsten von den anderen dreien, also Price und Smith oder ansonsten dann halt noch Clayton oder erstmal, wen hast du da sonst noch auf dem Zettel, wer van Gerwen den Titel schwer oder ja streitig machen könnte? Naja, an sich ja die du gerade gesagt hast, ne? Also ja, es sind natürlich auch die in den Playoffs stehen, aber es geht ja darum, wen von den anderen dreien? Naja, die können ja alle unfassbar gute Darts spielen, ne? Also brauchen wir uns ja auch nichts vormachen. Auch Michael Smith oder Gervin Price, wer nur auch immer, die können ja alle auf dem Niveau spielen, was van Gerwen spielt. Also das ist ja alles wieder bloß tagesformabhängig, ne? Wer am Ende sich da durchsetzt. Weil gute Darts können die halt alle schmeißen. Also ja, das ist ja egal. Also die da in die Playoffs kommen, werden auch alle eine Chance haben, den Titel zu holen. Also da lege ich mir jetzt auch nicht fest. Also ich hoffe, van Gerwen natürlich macht, als Van Gerwen-Fan, aber brauchen wir uns natürlich nichts vormachen. Die anderen können natürlich auch den Titel holen. Dafür spielen sie auch sehr gute Darts. Ja, ich glaube, es wird zum Beispiel, würde ich sagen, halt auch gerade bei einem Gervin Price darauf ankommen, in welcher Verfassung er dann sein wird, weil da sind immer mal wieder Spiele, wo er halt die 110, 111 oder 115 auspackt, aber dann sind halt auch mal wieder Leistungsabfälle, wo es in Anführungsstrichen nur Mitte 90 halt ist. Und das wird man einfach auch schauen müssen. Was sieht man für einen Gervin Price? Was sieht man für einen Michael Smith? Ich meine, Michael Smith, jetzt gerade kommt er wieder unwahrscheinlich gut in Form. Ich glaube, ja, dass er jetzt wieder so langsam in diesen Drive kommt, den er auch zur WM hatte, wo er jetzt quasi auch einige Premier League-Nächte gewonnen hat. Jetzt wird man sehen, eine Nacht steht noch an in Aberdeen, wenn ich mich nicht vertue, wenn er die gewinnen kann, er auch noch als Nummer 1 in der Liga abschließen. Und ich glaube, da hätte vor 3 Spieltagen keiner mehr mit gerechnet, weil jeder dachte, dass das halt Gervin Price und Michael van Gerwen unter sich ausmachen. Dann wird man schauen, was er in den Playoffs reißen wird. Aber ich muss natürlich auch sagen, dass ich genauso wie du auf Michael van Gerwen hoffen werde. Naja, da sind wir uns ja auch mal wieder einig. Ja. Kann ich das von der Liste streichen? Ja. Du suchst die passende Unterstützung, um optimal trainieren zu können? Dann ist die MyDartCoach-App genau das, was du suchst. Die MyDartCoach-App bietet dir alles, was du zum Trainieren brauchst, damit du dich schnellstmöglich, bestmöglich verbesserst und auch bald auf der großen Dartbühne spielen kannst. Genauso wie die Spieler aus dem Team MyDartCoach. Denn MyDartCoach bietet außerdem für junge Darttalente ein Sponsoring- und Managementprogramm an. Informiere dich auf unserer Website mydartcoach.com über die MyDartCoach-App oder Sponsoring- und Managementangebote. Machen wir jetzt schon mal, bevor wir nachher zu einem ausführlichen Fragenteil und Underrated Players-Teil kommen. Wir hatten nämlich auf Social Media da gefragt, was für Spieler ihr momentan als Underrated, also quasi, dass sie schlechter eingeschätzt werden oder schlechter in der Wahrnehmung sind, als sie eigentlich spielen oder ihre eigentliche Qualität ist, hatten wir gefragt, da haben wir ordentlich Feedback zu bekommen und auch wir beide haben uns dazu Gedanken gemacht und da werden wir nachher mal ausführlich drüber quatschen. Deswegen lass uns doch jetzt einmal ganz kurz sprechen über das, was in den nächsten Tagen und Wochen noch ansteht, denn es wird für dich auch mal wieder interessant und es geht zurück auf den PDC-Circuit. Genau, Freitag geht's los, Hildesheim, ne? Der letzte Qualifier-Block. Freitag haben wir ein, Samstag 2 und Sonntag dann nochmal ein. Ja, hab ich Bock drauf, ne? Also. erzähl doch mal hier ein bisschen so quasi direkt behind the board. Wie ist die Gemütslage? Also ist einfach nur, dass du sagst, ich hab Bock, ich bin richtig heiß oder ja, hast du noch ein paar andere Adjektive, wie du deine Stimmung beschreiben würdest? Ja, also diesmal relativ gelassen, ne? Also ich habe auf jeden Fall, wie gesagt, richtig Bock drauf.
da auch endlich mal quasi gut zu spielen. Also jetzt die letzte, ich sag mal, das letzte Halbjahr ist es noch nicht ganz, aber die letzten Monate lief es ja jetzt auch richtig gut. Gerade auch immer online. Und ja, da habe ich jetzt natürlich Bock, das Ganze dann jetzt auch an der blauen Wand zu spielen, ne? Mhm. Und ja, da freue ich mich drauf, auf jeden Fall. Also hast Bock, fühlst dich gut, gut vorbereitet. Ja, wie hast du dir das Ganze gebucht? Also wenn du uns so das Drumherum mal mit reinnimmst, wann wirst du anreisen? Wie wirst du deine Zeit dort gestalten? Fährst du am Sonntag dann nach dem Qualifier direkt wieder nach Hause? Reist du mit dem Auto, mit der Bahn? Nee, ich werde mit dem Auto fahren, dass ich diesmal ein bisschen flexibler bin und nicht so wie beim letzten Qualifier, da ist ja einiges schiefgelaufen. Da hatte ich ja nur Pech, was die Bahn da betrifft. Und nee, ja, ich schieb mal ganz kurz ein zum letzten Qualifier-Block, wer das nicht mehr Kopf hat. Du kannst mich auch gerne korrigieren, wenn ich falsch liege. Da hast du dich ja entschieden, mit der Bahn zu fahren und bist dann losgefahren, dann irgendwie Verspätung und Zugausfall und dann musstest du noch eine Zwischenübernachtung in Frankfurt oder sowas machen und dann am nächsten Morgen gefühlt um, weiß ich nicht, kurz nach 4 wieder los und es war ganz kritisch, ne? Ja, genau. Also in Frankfurt am Main war Ende, da ist dann der Zug ausgefallen, Anschlusszüge gab es nicht mehr, dann haben die mir von der Bahn ein Hotel gebucht, direkt am Bahnhof und ich glaube, ich bin um 3.45 Uhr aufgestanden und bin dann 4.30 Uhr mit dem Zug weiter nach Hildesheim gefahren, sodass ich dann irgendwie um 9 Uhr war ich, glaube ich, in Hildesheim am Hotel, habe da kurz meine Sachen draufgepackt, dann ohne Frühstück in die Halle und ja, war cool. Also ja, da habe ich jetzt halt diesmal keinen Bock nochmal das so zu erleben, das Risiko, deswegen fahre ich mit dem Auto da. Wenn jetzt das Auto nicht kaputt geht, dann komme ich da halt sicher an. Hm. Und ja, dementsprechend fahre ich da Donnerstagabend drüber und fahre Sonntag nach dem Qualifier aber wieder los. Ja, das hört sich doch ganz in Ordnung an. Ja, hast du dir persönlich jetzt Ziele vorgenommen? Also was du machen möchtest? Du hast ja eben schon mal ein bisschen gesagt, du fühlst dich gut vorbereitet, hast viel trainiert, auch online. Du spielst ja jetzt im Verein, hast das ein oder andere Turnier mitgenommen, da immer mal wieder sehr gute und auch solide Leistung mit eingebracht ins Turnier. Hast du dir irgendwas vorgenommen, leistungstechnisch, rundentechnisch, irgendwelche anderen Sachen? Was sind da deine Ziele? Ja, am Ende will ich da, wie gesagt, ja, das Hauptziel ist, dass ich da mein Spiel an die Wand bringe. Wenn ich die Spiele dann verliere, aber mein Spiel gespielt habe, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Aber ich möchte natürlich schon jetzt auch nochmal im letzten Qualifier auch ein paar Siege einfahren, ne? Wie weit es denn letztendlich bei irgendeinem Qualifier geht, sei auch noch dahingestellt. Aber ich möchte schon natürlich nicht jedes Mal in der ersten Runde wieder am Tisch sitzen und zugucken. Also ja, es sollte schon auch ein paar Runden weitergehen. Die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Jetzt habe ich mal eine Frage, weil das wüsste ich tatsächlich jetzt auch nicht. Für den Fall der Fälle, wenn du dich für die European Tour qualifizieren würdest, mit welchem Lied würdest du denn einlaufen? Das ist Burning Heart. Habe ich gerade nicht im Ohr. Sing doch mal. Nee, das kannst du vergessen. Das kannst du dir im Anschluss dann gerne immer anhören. Das kennen die meisten aber wahrscheinlich von den Filmen Rocky. Ah, okay. Ja, werde ich mir auf jeden Fall mal anhören. Und so marschierst du dann da ein. Ja, mit Boxhandschuhen. Zusammen mit Boxern. Gegen Damon Hatter. Er als Eishockeyspieler, du als Boxer. Ja, okay. Ja, stelle ich mir cool vor. Gut, dann würde ich mich auf jeden Fall mal drauf freuen. Dann hoffen wir mal, dass sich das in die Tat umsetzen lässt. ja, ansonsten kommendes Wochenende stehen auch zwei weitere Players Championship Turniere in Leicester in England an. Ricardo wird wieder mit dabei sein und jetzt geht's langsam in die ganz heiße Phase. Wir haben noch zwei European Tour Qualifikationen und vier Players Championship Turniere bis zum Cut-Off für das World Matchplay. Ricardo ist da immer noch in einer sehr, sehr guten Position, momentan nicht in den Top 16 drinne, allerdings knapp dahinter bei der Pro Tour Order of Merit dafür in der Quali. Und ja, ich sag mal so, mit ohne einen sehr tiefen Run mit viermal Auftaktspielgewinn bei den Players Championship Turnieren und zweimal als Host Nation Spieler mit dabei bei der European Tour, wo er dann das erste Spiel gewinnen muss, um das Preisgeld auch für die Order of Merit zu bekommen. Wenn er bei allen sechs Events, den zwei European Tours in Sindelfingen und Trier und den vier Players Championship Turnieren, die erste Runde gewinnt, sollte es eigentlich für die World Matchplay-Qualifikation reichen.
Und das wäre jetzt quasi noch nicht mal, ohne dass man einen tiefen Run irgendwie dort mit eingerechnet hat. Und das muss man Ricardo natürlich immer zutrauen. Ich meine, wir haben es gesehen, Ende letzten Jahres, dieses Jahr auch schon wieder ein Halbfinale auf der Pro Tour, wie schnell das mal gehen kann. Und dann wäre es eh eine geritzte Sache. Aber ich will jetzt meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Es kann in der Order of Merit immer alles passieren. Aber theoretisch sollte das eigentlich reichen. Was sagst du dazu? Schafft er es? Ja, ich hoffe. Ja. Ich meine, dass er jetzt gar nicht so einen tiefen Run da irgendwie hinlegen muss und hoffen muss, wie vielleicht so manch anderer von der Pro Tour, das hat er sich ja selbst zu verdanken, ne? Dadurch, dass er ja schon so viel vorgearbeitet hat, gerade auch bei den European Tour Events oder wie du angesprochen hast, bei den Players Championship Turnieren, da hat er sich ja selber in eine gute Ausgangslage gebracht. Ne? Dann kann man natürlich für ihn nur hoffen, dass er das Ganze jetzt auch dann irgendwie zu Ende bringt und dann tatsächlich bei World Match Play mit dabei ist. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wie gesagt, ne, zweimal European Tour, das Auftaktspiel gewinnen, bist du bei 5.000 Pfund, beide zusammengerechnet, und dann viermal Auftakthürde Players Championship gewinnen, hast nochmal 3.000, müssen 8.000 Pfund sein. Ich glaube, er ist, weiß ich nicht, 2,5 oder sowas um den Dreh da hinterher. Sind jetzt alles Zahlen aus dem Kopf. Ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, kann ein bisschen variieren, aber eigentlich sollte das reichen. Aber man wird sehen, werden auf jeden Fall jetzt nochmal ein paar interessante Wochenenden. Und falls Ricardo in Sindelfingen, was bei mir ja unten, wo ich zum Studium bin, direkt um die Ecke ist, falls er in der Nachmittagssession am Freitag spielt, wo es ja immer noch Tickets bis zur letzten Minute gibt, könnte ich mir auch gut vorstellen, vielleicht nochmal spontan hinzufahren, aber das schaue ich dann. Willst du wissen, was ich heute Abend mache? Na, dann schieß mal los. Ich fahre heute Abend mit Marvin auf die Exhibition hier. Du hast den Podcast ja auch immer mal wieder gehört. Die findet jetzt statt, die erste Herforder Darts Gala mit Marvin, Flo Hempel, Sarah Milkowski und Ricky Evans. Ein paar Wildcards, bitte? Ja, habe ich gelesen. Ja, okay. Ja, da fahre ich dann gleich hin. Guck mal, jetzt haben wir hier gleich 13:30 und dann nachher auf 17 Uhr geht's los. Oder fahre ich hin? Ich hab Bock. Sehr schön. Ich hab echt Bock. Cool. Wird bestimmt ein richtig cooler Abend. Bin ich mal echt gespannt, wie Marvin da abschneiden wird. Jetzt, wenn der Podcast dann ausgestrahlt ist, wisst ihr es wahrscheinlich alle schon, oder wir werden es im nächsten Podcast oder im übernächsten zumindest ausreichend thematisieren. Aber habe ich auf jeden Fall Bock auf den Abend heute. Mal schauen, was dabei so rumkommen wird. Ja, glaube ich. Also ist eine schöne Beschäftigung. Ja. Ansonsten haben wir noch einen Monat bis zum World Cup und da bin ich jetzt auch schon langsam richtig gespannt. Ich habe auch nämlich richtig Bock. Es ist nicht mehr lange bis dahin. Also ein Monat und dann mit 40 Nationen auch mal ein paar Spieler sehen, die man sonst nicht so sieht, ist für mich wirklich immer wieder eines der Top-Highlights des Jahres. Also ja, World Cup of Darts freue ich mich auch immer mega. Also da kann ich mir gefühlt auch jedes Spiel angucken, selbst wenn da Hongkong gegen Japan spielt, weil es einfach interessant ist. Es ist halt wie eine WM, ne? Ja. Halt in Deutschland. Halt in Deutschland und halt auch nochmal, also natürlich, WM ist auch interessant. Ich meine, du hast jetzt wahrscheinlich das Äquivalent zu Fußball gezogen, nicht zur Dart-WM, sondern halt so eine Länder-WM, meintest du, oder? Oder zu anderen Sportlern? Ja, genau. Ja, wegen dem Nationsaspekt. Und genau. Da muss ich halt nochmal sagen, ich meine, gut, ich bin ja generell Dart-Interessierter als Fußball-Interessierter, aber selbst beim Fußball, ich weiß nicht, wenn du jetzt halt Land X gegen Land Y hast und das sind jetzt irgendwelche Länder, die sonst nicht so spektakulär sind, beim Dart, es ist ja noch viel schneller. Also ich meine, dann gucke ich mir lieber beim Dart halt Best of 9 Legs an und das ist jetzt in deinem Beispiel Hongkong gegen Japan, auch wenn da das Niveau noch relativ gut sein wird, aber angenommen, du hast jetzt, weiß ich nicht, Guyana hat sich, glaube ich, qualifiziert gegen, weiß nicht, irgendein afrikanisches Land, die jetzt auch nicht so stark spielen. Dann würde ich mir da lieber Best of 9 Legs anschauen, habe da, weiß nicht, 25 Minuten gute Unterhaltung, anstatt dass ich hier 90 Minuten Fußball gucke, plus X, weißt du? Ja, aber wie gesagt, allgemein schaue ich mir das ja auch so gerne an, nicht mal wegen dem Niveau oder so, sondern einfach, weil diese Abwechslung, das sind ja einfach mal andere Gesichter, die man da spielen sieht. Und ich sag mal, nur weil man die jetzt nicht kennt, die können einen ja trotzdem auch überraschen. Das hat man ja auch immer wieder im Ellipelli gesehen bei der Weltmeisterschaft, wenn da mal unbekannte Gesichter dann sich qualifiziert haben, die dann trotzdem richtig geil gespielt haben. Ich weiß gar nicht, wie hieß denn der Typ? Der kam doch aus Japan. Der hat irgendwie das. Wie bitte? Wen meinst du denn? Ja, der hat da einmal mitgespielt, dann hat er da auch so ein witziges Interview gegeben. Die haben halt irgendwie gefragt,
wo der so auf der Welt noch überall so Dart spielt. Und dann meinte er so, ja, ich komme aus Japan. Der hat die Warte. Das war Edward Folks. Ja, genau. Folks, vor glaube ich, 2 Jahren oder so. Das war während der Corona-WM. Der hat gut gespielt. Und dann wurde der, glaube ich, im Siegerinterview. Auf jeden Fall im Interview wurde er gefragt, sowas in die Richtung, you've played really good darts. Where have you been over the last years? Und dann oh, I'm from Japan. Ja, genau. Oh, das war wirklich eine legendäre Szene, wirklich legendär. Ja, oder hier, wie heißt der andere, der ihn auch immer jedes Mal zum Lachen gebracht hat, hier dieser Sun, der da gefühlt sich 68 Mal verrechnet hat und dann irgendwie noch über das Okay gestolpert ist. Dann hast du hier noch diesen Gana Ota Wong, der da irgendwie auch nicht wusste, wie man was 8 plus 8 ist. Ja. Also ist einfach cool. Ja, diesen Sun hattest du da, der ist übers Oki gestolpert, hat sich verrechnet. Ich weiß gar nicht, ob das der ist, der auch mal in den Surround geworfen hat. Und ich weiß auf jeden Fall, der Sun ist auch noch der, da habe ich diesen legendären Walk-On im Kopf, wo er mit You Raise Me Up da eingelaufen ist und dann am Tisch steht und nur einmal so kurz die Hand hebt und einmal so winkt und dann wieder nach unten zu seinem Dartcase guckt. Wirklich legendär. Und das müsste auch die gleiche WM gewesen sein mit dem You Raise Me Up und mit diesen ganzen Aktionen. Und mit dem Interview, wo der Russe Dmitri Gorbunov noch mit der Musik eingelaufen ist, der dieser Atomphysiker oder der da im Kernkraftwerk irgendwo arbeitet und sich da so extrem abgefeiert hat, der da wirklich ja ultra abgegangen ist zu der Musik und da, ich weiß gar nicht mehr zu welchem Lied das war, aber da wirklich so mitgesungen hat und das so sehr gefühlt hat. Also wer das nicht gesehen hat, auf jeden Fall mal die Highlights anschauen auf YouTube. Das habe ich auch von gesehen. Song, Edward Folks Interview, Dmitri Gorbunov WM Walk-On, das sind wirklich legendäre Stücke aus der Dart-Szene. Als er eingelaufen ist und dann sein Gegner kam, da hat Maria gesagt, dass sie für den Russen ist, weil er hier sympathisch ist, weil er damit getanzt hat. Ja, es war schon echt cool. Also das sind wirklich, das sind einfach legendäre Schnipsel, die muss man einfach kennen in der Dart-Szene. Ja, also, definitiv. Ja. Nee, ist klasse. Jetzt sind wir halt so völlig abgeschwiffen, ne? Aber Aber ist doch okay. Ich würde sagen, wir nehmen dann jetzt mal die Kurve und gehen wieder zurück, nachdem wir jetzt über all diese Sachen gesprochen haben, und schieben jetzt mal den Fragenblock ein an dich, der jetzt ein bisschen kürzer ausfällt, aber da kommen schon ein paar Fragen, und dann sprechen wir ausführlich hier mal in dieser Folge über underratete Spieler, weil da kamen ein paar Vorschläge, die wir auf jeden Fall hier mal im Podcast diskutieren müssen. Erste Frage gestellt? Hat Finn auch wieder eine Frage gestellt? Finn hat diesmal keine Frage gestellt. Ich glaube, da muss irgendwas passiert sein. Ich glaube, der Junge ist krank, irgendwas. Ist keine Frage von Finn dabei dieses Mal. Okay, dann bin ich gespannt. Also Finn, wenn du das hörst, bitte melde dich. die erste Frage soll ich anonym vorlesen. Kommt aber von Leon. Warum bist du so gut aussehend? Was hast du? Sag doch mal. Warum du so gut aussehend seist? Anonym. So. Ja, weiß ich nicht. Ich bin's halt. Du bist es? Ja, aber tust du irgendwas Besonderes für die Bartpflege oder so? Natürlich. Möchtest du noch mehr erzählen oder soll ich zur nächsten Frage gehen? Nächste Frage, komm. Okay. Nächste Frage kommt von Dennis. Schon wieder Felix, der schuldet mir noch ein Bier. Und da wollte ich einfach mal fragen jetzt hier, was da los ist. Wenn der Dennis uns auf Instagram zum Podcast Fragen schon schreibt, dass du ihm noch ein Bier schuldest. Felix, was ist denn da los? Wer ist Dennis? Nein. Ja, ist manchmal so. Dann kriegt er wohl immer bald eins, wa? Ja. Ja, Dennis, wenn du das hörst, wenn wir uns sehen, Bier geht auf mich. Ja, Wettschulden sind Ehrenschulden, ne? Ganz genau. Ja, wunderbar. Jetzt hier, Alex hat geschrieben, es war keine Frage, aber macht mal die 6000 Follower auf Instagram voll. Uns fehlen, glaube ich, noch so 5 oder so. Felix, könntest du jetzt mal bitte hier so in einer kleinen Sequenz die Zuhörer dazu motivieren, die das noch nicht getan haben, uns auf Instagram zu folgen, dass wir die 6000 Follower knacken?
Ja, folgt unbedingt FK1. Das ist der falsche Account. Ach so. Ja, okay, ich war verstanden, sorry. Es geht um den MyDarkCoach. Ja, nee, wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn wir diesen Meilenstein erreichen und unsere Community stets und ständig weiter wächst. Ja, wir wollen die Projekte ja auch weiterhin so aufrechterhalten, wie sie jetzt laufen. Und das schaffen wir natürlich auch nur mit einer starken Community. Also bitte folgt auch MyDarkCoach weiterhin. Oder folgt uns. Ist, ja. Hätte ich nicht besser sagen können. Ein Motivationscoach sondergleichen. Ja. Sehr gut. Ja. Ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt mal kurz die Zeit und sprechen jetzt, ja, machen jetzt den Schwenk zu den underrateden Spielern. Habe ich jetzt überhaupt eine Frage beantwortet? Ja, nicht wirklich, ne? Nee, aber ist egal, es war eine einfache Nummer. Ja, ich wollte es für dich ja hier jetzt auch heute nicht zu schwer machen. Es soll ja auch hier in einer entspannenden Atmosphäre sein, weißt du? Ja, sehr schön. Ja. Dafür hole ich dich jetzt aus der Komfortzone raus. Wir machen jetzt den Schwenk zu den underrateden Spielern. Felix, nenn mir 2 oder 3 Spieler, wo du denkst, die sind auf dem PDC-Circuit unterwegs und absolut underrated. Ja, da tue ich mich so ein bisschen schwer. Da gibt es, glaube ich, einfach auch ganz, ganz viele. Aber ich nenne mal so einen, wo ich der Meinung bin, dass viele den gar nicht mehr so richtig auf dem Zettel haben, der aber dann trotzdem immer mal wieder nochmal kommt und überrascht. Also ich denke da an Dave Chisnell, der trotzdem immer wieder in der Lage ist, einen stabilen Pfeil zu werfen. Und dann kommt er nochmal irgendwie um die Ecke und holt dann doch wieder einen PDC-Titel. Also jetzt gerade hat er ja wieder ein European Tour Event gewonnen. Jetzt steht er dann nochmal wieder im Finale. Ist aber in der Order of Merit ja gar nicht mehr so weit oben. Aber wie gesagt, trotzdem ja noch ein richtig guter Spieler. Das hat er ja jetzt auch zuletzt gerade wieder gezeigt mit den jüngsten Leistungen. Und da der nenne ich dann mal Dave Chisnell. Ja, Chizzy ist, glaube ich, ein guter Call. Den habe ich hier auch auf der Liste stehen von den, weiß ich nicht, 10, 15 Namen, die ich mir rausgesucht habe, von den ganzen Namen, die bei uns auf Instagram gekommen sind, was noch deutlich mehr waren. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob er momentan so sehr underrated ist, jetzt gerade auch nach den 2 Siegen auf der European Tour, aber ich habe da, glaube ich, auch neulich schon im Podcast mit, ich weiß nicht, ich glaube mit Ricardo war das drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, ich finde Dave Chisnell ist immer so ein bisschen so ein Kandidat, dem ich ja immer ein Viertelfinale zutraue, der irgendwie immer überall mit dabei ist, den ich aber nie auf der Rechnung habe für den ganz tiefen Run oder dass er halt das Turnier gewinnt. Das wird beim nächsten Major-Turnier wieder genauso sein und er überrascht wieder jedes Mal. Das ist irgendwie so. Ja. Ja. Hast du sonst noch Spieler oder ist es erstmal Dave Chisnell, den du so voranstellst und soll ich dir erstmal noch einen Call-up geben? Ja, mach du doch mal. Ich sag nämlich, sehr underrateder Spieler, habe ich in diesem Podcast auch schon häufiger gesagt, Gian Van Veen. Mhm. Aber das ist vielleicht auch noch dem geschuldet, dass er noch nicht so lange jetzt auf dem PDC-Circuit unterwegs ist. Natürlich auf der Development-Tour schon für den Dart-Nerd, der es deutlich tiefer verfolgt noch. Hat jetzt seit Anfang des Jahres die Tourkarte und spielt einen richtig guten Pfeil. Also, liebe Hörer, passt auf den jungen Mann Gian Van Veen, da wird, glaube ich, noch mal richtig was kommen. Und merkt euch diese Worte. Und jetzt hoffe ich, dass der Schuss nicht nach hinten losgeht. Nein, Gian Van Veen sehe ich von den Leistungen einfach sehr, sehr stark, auch noch ein sehr junger Spieler. Und das wäre für mich ein Spieler, der noch bei vielen underrated ist oder der noch gar nicht so auf der Rechnung, den man noch gar nicht so auf der Rechnung hat. Ja, das ist ein guter Call. Ja. Ja, dann lass uns doch mal hier jetzt von den Zuschauern, die uns wieder was geschrieben haben, das durchgehen. Wir haben natürlich wieder vor dieser Folge auf Instagram @mydartcoach eine Umfrage gemacht, wo ihr Teil des Podcasts sein könnt, wo ihr Fragen an den jeweiligen Spieler hier im Podcast stellen könnt oder wo ihr halt auch genau zu sowas hier Fragen beantworten könnt, welche Spieler zum Beispiel underrated sind. Und dann nehmen wir das jetzt hier mit rein. Und ich würde jetzt schon mal ankündigen, dass wir das demnächst auch nochmal machen mit Spielern, die aktuell overrated sind. Also deswegen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, folgt uns gerne auf Instagram. In der nächsten Woche werden wir das nicht machen, weil dann kommt eine Sonderfolge zusammen mit Johannes Lipsius, dem Mentaltrainer bei uns aus dem Team, die ich dann aufnehmen werde. Aber in der Woche danach, das heißt jetzt nicht kommende Folge, sondern die Folge danach, werden wir dann eingehen, welche Spieler aktuell overrated sind. Und ich glaube, das könnte auch eine sehr interessante Folge sein oder eine Menge Diskussionsbedarf aufwerfen, weil es ist, glaube ich, immer einfacher zu sagen, welche Spieler underrated sind als overrated.
da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Genau, ansonsten hier habe ich, weiß ich nicht, gute zehn Spieler rausgeschrieben von dem, was bei uns auf Instagram geschrieben wurde. Konnten da jetzt leider auch jetzt zeittechnisch natürlich nicht alle mit reinnehmen, aber ja, die ich ganz interessant fand, wo wir mal drauf eingehen könnten und mal ein bisschen drüber sprechen könnten, ob sie underrated sind oder nicht. Den ersten, den ich hier auf der Liste habe, ist Luke Humphreys. Was sagst du zu dem Call Luke Humphreys? Ist Luke Humphreys underrated oder nicht? Nee. Also ich glaube, da weiß jeder und auch in der Öffentlichkeit, dass das ein unfassbar guter Spieler ist. Das Einzige ist halt so, dass er halt nicht bei der Premier League mit dabei war. Das hätte er sich ja unter Umständen verdient gehabt. Das hatten wir auch schon alles einmal durchdiskutiert. Aber so underrated ist der, glaube ich, nicht. Also den hat ja, glaube ich, auch gerade bei den European Tour Events immer jeder mit auf dem Zettel. Also gerade durch seine konstanten Leistungen. Also ich sehe ihn nicht als underrated an. Aber das, ja, nimmt ja jeder anders auch wahr, ne? Aber grundsätzlich schade, dass er nicht bei der Premier League dabei ist. Darüber war er ja selber auch ein bisschen enttäuscht. Vielleicht kommt daher auch der Call. Aber so an sich, glaube ich, in der Dart-Szene an sich ist der, glaube ich, nicht underrated. Ich glaube, den hat man schon immer auf dem Zettel. Ja, ich finde ihn jetzt auch nicht so übertrieben underrated, muss ich sagen. Also ich glaube, er ist schon relativ, ordentlich eingeschätzt, so zu dem, was er halt auch spielt. Ich meine, es ist ein unfassbar guter Spieler, es ist ein sehr spektakulärer Spieler. Er hat die 4 European Tour Events im letzten Jahr gewonnen. Das war wahnsinnig gut. Dafür hatten ihn natürlich halt auch viele auf der Rechnung. Und es ist die Nummer 5 der Welt oder jetzt momentan die Nummer 6 der Welt. Ist ja, glaube ich, immer ein bisschen im Wechsel mit Rob Cross oder sehr, sehr eng zusammen, wenn ich mich nicht vertue. Und ja, als Nummer 5 der Welt, als ja vierfacher European Tour Sieger in einem Jahr, da bist du bei den Leuten schon auf dem Zettel, aber man muss halt auch sagen, dass er auch keinen Major-Titel gewonnen hat. Also das ist halt, ich tue mich ein bisschen schwer zu sagen, dass er underrated ist. Das ist also, er ist ein sehr guter Spieler, aber ich würde sagen, er ist eigentlich relativ zu seinem Leistungsniveau entsprechend eingeordnet. Ja, sehe ich auch so. Ja. Nächster Spieler auf der Liste wäre Dave Chisnell gewesen. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Und dann hätte ich jetzt von dir gerne mal eine ausführliche Einschätzung mit Pro und Contra, ob dieser Spieler underrated ist oder nicht. Und zwar ist der nächste Spieler auf der Liste Gary Anderson. Naja, was heißt denn underrated? Underrated heißt ja eigentlich, dass er, also haben wir es ja jetzt quasi definiert, dass er halt gut spielt, aber halt falsch eingeschätzt wird, sag ich mal. Es ist so diese subjektive Wahrnehmung, dass du sagst, diesen Spieler, den hat man gar nicht immer so auf dem Zettel bei den Turnieren, dass er die gewinnt, dem traue ich nicht zu, dass er den ganz tiefen Run macht, den habe ich da nicht so immer wieder auf dem Zettel, wenn ich an die potenziellen Turniersieger denke oder was auch immer, und den nehme ich einfach deutlich schlechter wahr, als er das, was er halt eigentlich spielt. So, da hast du ja eben gesagt, beim Luke Humphreys, den hast du eigentlich immer auf dem Zettel, dass er so ein Turnier auch gewinnen kann. Gerade auf der European Tour. Ich finde noch mal mehr bei den Players Championship Turnieren. Da habe ich den eigentlich immer auf dem Zettel, dass er so ein Ding gewinnen kann. Ja, also bei Gary Anderson, das ist ja, also das sehe ich auch nicht so, dass der underrated ist, sondern der steht halt jetzt da, wo er ist, weil er ja auch einfach die Leistung nicht mehr gezeigt hat. Ne? Hat viel, sag ich mal, auch ausgelassen und klar, der zwischendurch dann auch mal ein Turnier gespielt, wo er wieder einen guten Average gespielt hat. Da wurde ja dann auch wieder quasi dann drüber gesprochen, dass er, der alte Gary ist wieder da und na, wie das dann immer so ist. Aber es ist ja halt nicht so und ich weiß nicht, ob das jetzt underrated ist. Am Ende steht er ja da, wo er jetzt ist, durch seine Leistung und ich glaube, dass es schon so passt. Ja, ich würde fast eher, muss ich sagen, in die Richtung gehen und sagen, dass Gary Anderson eher overrated ist als underrated. Also ist halt natürlich, er hat jetzt wieder sehr, sehr gute Darts gespielt. Das will ich ja auch gar nicht unter den Teppich kehren. Da waren gerade auf der Pro Tour richtig gute Darts dabei. Aber das Problem ist halt bei Spielern, die früher große Titel gewonnen haben oder sowas, dass du halt auch, es schwingt halt auch immer dieses Back-to-Back World Champion mit und sowas in jeder Ankündigung, wann immer über ihn gesprochen wird, im TV, was auch immer. Und das ist immer eher so ein bisschen wie, du führst diese Titel an, wo die Leistung jetzt, gut, jetzt temporär für 2-3 Monate da waren, aber im Generellen nicht mehr so da sind wie früher, weißt du? Ja, ja. Deswegen, also Gary Anderson würde ich widersprechen. Das ist für mich kein Spieler, wo ich sage, der ist underrated.
Nee, sag ich ja, für mich auch nicht. Also, nee, ist er ja nicht. Ja. Wer für mich ein Spieler ist, wo ich sage, ja, der ist absolut underrated zu dem, was er spielt, ist der Spieler, der als nächstes kommt, und zwar ist das Christoph Ratajski. Mhm. Ja, der überrascht halt auch immer wieder, wobei, was heißt überrascht? Also eigentlich ja, da würde ich sogar mitgehen mit deiner Aussage, weil eigentlich zeigt er ja immer eine gute Leistung oder zumindest eine konstante Leistung, die dann aber meistens irgendwie auch immer nicht reicht, weil er dann halt irgendwie auch mal Pech hat und einen Gegner kriegt, der dann trotzdem nochmal besser spielt, aber er an sich ja eigentlich immer solide spielt. Also der hat ja auch nie mal so ein richtiges schlechtes Spiel, sag ich mal, dabei, sondern der hat ja eigentlich immer seine solide Leistung. Ja, also das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, ja. Ja, also Christoph Ratajski ist halt auch wieder so ein Spieler, da kommen wir halt wieder die Sache so, was ist halt underrated? Ich finde, underrated ist halt auch Spieler, die du nicht so unbedingt wahrnimmst, weil sie halt irgendwie ein bisschen unspektakulärer sind oder sowas von der Art und Weise, wie sie spielen, und da passt er relativ gut rein, aber wenn er dann halt mal wirklich auch so seinen Flow-Zustand hat oder sowas, dann ist das ein wahnsinnig guter Spieler. Ich meine, wir haben das gesehen bei dem Turnier, was er gewonnen hat, wo Ricardo beim Players Championship Turnier im Halbfinale stand. Das war unfassbar gut, was er da sowohl im Halbfinale als auch im Finale gespielt hat. Also ja, der hätte gefühlt von irgendwo werfen können und der hätte immer noch alles getroffen. Also der hätte auch nicht 2,37 Meter weg, sondern 3,50 Meter weit wegstehen können. Der hätte trotzdem noch alles getroffen, so, weißt du? Das war schon echt heftig, muss man sagen. Ja. Und er ist, wie du gesagt hast, halt auch ein sehr konstanter Spieler. Also diese Totalausfälle nach unten sieht man eigentlich relativ selten bei ihm. Ja, das stimmt. Also da gehe ich auf jeden Fall auch zu 100% mit. Ein Spieler, bei dem man die Totalausfälle nach unten eigentlich auch nie sieht, ist der nächste Spieler auf der Liste, und zwar ist das Matt Campbell. Was okay, sagst du zu diesem Call? Ja gut, Matt Campbell ist natürlich auch ein Spieler, der auf jeden Fall gute Darts spielen kann. Ja, also klar, aber ich glaube, da kannst du ja jetzt, wenn man die ganzen Beispiele so hört, da kannst du ja auch fast jeden Spieler nehmen, der irgendwie ein bisschen weiter unten in der Rangliste ist, weil gute Darts können die ja an sich alle spielen, so, weißt du, wie ich meine? Mhm. Also da musst du ja immer, die musst du ja trotzdem, also die kannst du ja auch nicht auf der Bühne oder so unterschätzen, weil die würden ja sonst wären sie ja nicht in der Pro-Tour. Und ja, tue ich mich jetzt schwierig da. Also ich glaube, da kann man halt noch einen Haufen Namen nennen. Da könnte ich jetzt auch sagen, Ricardo Pietreczko ist für mich underrated, weil den auch viele nicht auf dem Zettel haben. Ich persönlich aber schon, weil ich weiß, was er spielen kann. Und er hat es ja auch schon ab und an mal gezeigt. Aber am Ende, glaube ich, stehen die Leute schon trotzdem ja auch zurecht dort, wo sie gerade sind, weil es halt eben noch nicht reicht. Also das ist, glaube ich, nicht so richtig underrated, sondern es ist einfach gerade noch leistungsgerecht. Ja, würde ich halt auch sagen. Also Matt Campbell ist für mich ein Spieler, den schätze ich so irgendwo zwischen 50 und 64 halt ein. Also jetzt nur von meiner subjektiven Wahrnehmung. Weil, ja, da ist das Konstanzproblem halt einmal da. Ich meine, wir wissen alle, dass der da neulich auf der Pro Tour 48 gespielt hat, so auf einmal. Aus dem Nichts, was dir als Profi eigentlich nicht passieren sollte, aber passieren kann. Natürlich kann er mal richtig gute Darts spielen. Und ja, da kommt dann auch mal, weiß ich nicht, kann auch mal auf der European Tour eine 103 kommen oder was auch immer, aber ich würde ihn gar nicht so heftig als underrated so wahrnehmen. Also ist jetzt, weiß ich nicht, wenn ich eine European Tour Auslosung sehe, ist es jetzt nicht der Kandidat, wo ich sage, okay, hier ist jetzt vielleicht mal ein Halbfinale drin oder sowas, weil da irgendwie in letzter Zeit auch viel zu wenige wirklich tiefe Runs gekommen sind. Ja, das ist ja das, was ich meine, ne? Also ich denke mal, dass es eher leistungsgerecht ist, wo er gerade steht, und aber nicht underrated so. Also wie gesagt, die können schon alle gute Darts spielen, das ist ja außer Frage, aber ich glaube, er ist jetzt kein typischer underrated Spieler so. Ein Spieler, den ich schon eher als underrated sehen würde persönlich, ist der nächste Spieler, und zwar ist das Jim Williams. Finde ich, ist eher ein Kandidat, der weiter hinten steht und den man als underrated nehmen könnte, auch wenn man da natürlich, wie du gesagt hast, fast jeden nehmen kann, aber Jim Williams würde ich schon sagen, weil er in gewissen Momenten diesen Killerinstinkt hat, weil er sehr stark auf die Doppel ist oder sein kann und weil da irgendwie auch immer mal was drin ist. Ich weiß, bei der letzten BDO-WM hat er ja, glaube ich, auch ein Finale gespielt. Ein Spieler, der auf jeden Fall mal einen tiefen Run hinlegen kann und der auch irgendwie jeden ärgern kann. Also das wäre schon eher ein Spieler, den ich als underrated ansehen würde. Wäre ein guter Call. Ja, von mir aus. Also ich sehe das halt trotzdem so, wie ich gerade gesagt habe, noch, ne? Das ist irgendwie,
Da fehlt halt die Konstanz und so, dass man dann sagen kann, der ist underrated. Und die Konstanz ist ja bei diesen Spielern nicht gegeben, weil sonst wären die halt auch weiter vorne, ne? Also, ich sag mal, so underrated wäre irgendwie so für mich, also Luke Humphries fand ich da, oder ich finde eigentlich Dave Chisholm, was ich gesagt habe, das finde ich, Beispiel finde ich eigentlich am besten so. Weil wie du selber ja auch gesagt hast, man weiß zwar, dass das ein guter Spieler ist, aber irgendwie hat ihn trotzdem nie jemand dann auf dem Zettel bei einem großen Turnier. So, und dann kommt er aber um die Ecke und holt sich mal so einen Titel und das ist für mich eigentlich so typisch underrated, weil man mit dem einfach nicht rechnet. So, natürlich können die anderen auch mal einen One hinlegen, John Williams und so, aber das ist irgendwie, das wäre halt eine, also es wäre halt eine größere Überraschung, als wenn ich jetzt sage, da kommt ein underrated Spieler wie Dave Chisholm um die Ecke und holt sich einen Titel. Weißt du, wie ich meine? Also so ein bisschen wie, schmeiße ich jetzt mal in den Raum, Danny Noppert zum Beispiel. Auch ein bisschen, bisschen unspektakulär, nimmst du vielleicht nicht immer so wahr, hast du nicht immer auf dem Zettel, spielt aber gute, solide Darts, letztes Jahr Major-Turnier gewonnen. Und gut, ich meine, für underrated spricht halt auch noch gefühlt bei den Niederländern, dass alle halt irgendwie so ein bisschen auch im Schatten von Michael van Gerwen stehen, ne? Also zumindest in den Medien. Ja, genau. Ja, nächster hier, der geschrieben wurde, war Gian van Veen. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen, war ja auch mein erster Pick. Ja. Dann haben wir hier noch Ian White. Was sagst du zu Ian White? Ja, gut, also das ist ja auch ähnlich, ne? Ich sag mal, bei dem wissen wir ja alle so, also vor nicht allzu langer Zeit hat der ja auch gefühlt alles in den Katakomben immer gewonnen, bei den Pro-Tour-Turnieren. Da hat er es dann halt so auf der Bühne nicht hinbekommen. Ja, da hat man, da finde ich, hat das zu der Zeit ganz gut gepasst, dass er underrated ist, weil da hat auch jeder so gesagt, na, wann will er sich den Titel holen? Holt er bestimmt wieder nicht. Und also da stand er so ein bisschen in diesem underrated Fokus, sag ich mal. Aber mittlerweile sehe ich den da auch nicht mehr, weil da fehlen die Ergebnisse, ne? Aber ja, der hatte auf jeden Fall mal diesen Stand, das stimmt. Ja, würde ich auch sagen, dass er mal diesen Underrated-Stand hatte oder diesen absoluten Floor-Spieler-Status, aber das ist irgendwie so ein bisschen ja verloren gegangen. Natürlich jetzt in den letzten paar Wochen hat er wieder besser aufgespielt, wenn ich da auch gerade an das European Tour-Match gegen Gaga denke. Das ist schon gar nicht so verkehrt, was er spielt, aber für Underrated wird es für mich noch nicht reichen. Oder ja, es ist so, underrated macht es für mich halt auch immer aus, dass jemand in der Weltrangliste deutlich weiter hinten steht, als man seine Leistung so wahrnimmt. Und das sehe ich bei Ian White halt eigentlich nicht. Also das ist für mich momentan halt auch so ein Spieler, der für mich zwischen 50 und 64 einzusortieren ist. Ja, das ist halt, wie so eine Wundertüte halt, ne? Die können dann mit einmal richtig gut Dart spielen, aber halt gerade nicht so konstant, ne? Da habe ich hier noch zwei Namen auf der Liste, und zwar einmal Andrew Gilding und Nathan Espinel. Was würdest du sagen? Ist einer von diesen beiden underrated oder nicht? Also Nathan Espinel auf keinen Fall. Also der spielt in der Premier League, spielt noch um die Playoffs. Ich glaube nicht, dass da jemand sagt oder den unterschätzt oder den das nicht zutraut. Also dass der jetzt underrated ist, der nicht. Wie bitte? Ja, du traust ihm die Playoffs nicht zu. Ja, aber ich sage ja gerade, der ist ja trotzdem nicht underrated. Also auf keinen Fall. Also da sehe ich den gar nicht. Das ist eher leistungsgerecht. Aber bei Andrew Gilding, der ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil der auch immer wieder wirklich überrascht hat, auch bei den Pro-Tour-Turnieren oder ob das European-Tour-Events waren, ne, wo er dann auch wirklich einen One hingelegt hat auf der Bühne. Also den sehe ich schon eher in so einem underrated Status. Aber den wird er auch, wenn er so weitermacht, ganz bald verlieren, weil dann hast du den halt auch immer mal wieder auf dem Zettel. Also ich glaube, den willst du auch nicht so gerne in der ersten Runde oder so haben, weil sie eigentlich auch in den Profizirkus schon wissen, dass das ein gefährlicher Spieler ist. Ja, auch halt wieder, was dafür spricht, so ein Spieler, der ein bisschen unscheinbarer ist von seinem Spiel an sich. Ja, der aber wirklich gute Darts spielen kann, aber der auch manchmal so ein bisschen dieses Konstanzproblem hat. Also da ist ja auch wieder von 85 bis 108 alles drinne. Aber das ist es halt eben bei ganz, ganz vielen Spielern. Also muss man sagen, gefühlt alle Spieler, die in der Weltrangliste, ja, wie soll ich sagen, zwischen 16 und 64 spielen, können von 85 bis 110 alles spielen. Also so ist es ja letztendlich. Ja, das waren jetzt erstmal alle Namen, die ich hier
herausgesucht hatte oder was wir uns überlegt hatten, wo wir jetzt einfach mal ein bisschen darüber gesprochen haben. Wir hoffen auf jeden Fall, dass das für euch interessant war, dass das Spaß gemacht hat. Und ja, in der nächsten Folge wird dann, wie gesagt, Johannes wieder mit dabei sein, der ja schon einmal bei uns hier im Podcast mit am Start war. Und da, wie gesagt, jetzt nochmal der Aufruf, geht bei uns auf Instagram, ihr habt Felix Message gehört. Und ja, lasst dann dort auf jeden Fall auch gerne nochmal Fragen da. Gibt es wahrscheinlich Montag oder sowas, ja, eine Umfragerunde in der Story, dass ihr ein paar Fragen da lassen könnt oder schreibt uns die sonst irgendwo. Ja, gerne auch an unsere offizielle Podcast-E-Mail podcast@mydartcoach.com. Aber dann nehmen wir diese Fragen gerne hier in den Podcast mit auf, falls ihr da Fragen auch vom mentalen Aspekt habt, was euch aufgefallen ist im Dartsport bei gewissen Spielern oder zu euch selber an Bord, was auch immer, dann lasst die uns hier gerne wissen. Dann nehmen wir das in den Podcast mit auf, in welche Richtung das nächste Woche gehen soll. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Freust du dich schon auf den Podcast mit Johannes? Hast du Bock drauf? Ja, immer. Ich habe immer Bock auf den Podcast. Ah, okay, das war die richtige Antwort, das wollte ich hören. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, ich mache mich jetzt gleich fertig, fahre dann gleich irgendwann zur Exhibition los. Ich habe Bock auf heute Abend, mal schauen, was da so gehen wird. Und Felix, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, dass wir hier gemeinsam den Podcast aufnehmen konnten. Mir hat es mal wieder großen Spaß gemacht, es war mir eine Freude. Und das Schlusswort, das gehört dir jetzt. Ja, danke auch, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir auf jeden Fall heute viel Spaß auf der Exhibition. Und danke allen Zuhörern, wir hören uns. Ciao. Ciao. Das war Behind the Board, der My Dart Coach Spieler Podcast. Die Zeit bis zur nächsten Folge nutzt du am besten beim Trainieren mit der My Dart Coach App.